Und damit hallo und herzlich willkommen live bei Sport Digital Fußball zur Championship, zum 40. Spieltag in Englands zweithöchster Spielklasse. Wir sind im Londoner Stadtteil Bermondsey am Südufer der Themse mit dem Blick hinein ins altehrwürdige The Den, das heute ausverkauft sein wird. Diese Arena mit etwas mehr als 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Ausverkauft für ein hoffentlich gutes Fußballspiel zwischen zwei Mannschaften, bei denen es noch um so viel geht, nämlich um den sportlichen Aufstieg in die Premier League. Ja, das können sowohl die Lions vom FC Millwall als auch Luton Town noch schaffen. Luton hat ja Erfahrungen gesammelt in der letzten Spielzeit, als sie es in die Playoffs schafften, als Sechster der Regular Season. Da ging es dann im Halbfinale raus gegen Huddersfield. Jetzt stehen die schon wieder so weit oben, könnten theoretisch ja sogar noch direkt aufsteigen, wenn die ihre tolle Serie weiter fortsetzen. Und Millwall, die wollen es jetzt wirklich richtig wissen. Die sind eigentlich seit Jahren immer so im Dunstkreis der Playoff-Plätze geschwommen, aber in dieser Saison könnte es wirklich reichen. Gary Rowett, der Trainer der Lions, hat ja gesagt vor der Saison, er habe den besten Kader zur Verfügung, seit der Trainer in Millwall ist. Und das wollen sie ausnutzen. Das ist der Blick auf die untere Tabellenhälfte. Auch da kann es heute ja Verschiebungen geben an einem langen, langen Championship-Tag, an dem wir mit drei Live-Partien für euch dabei sind. Watford gegen Huddersfield zeigen wir im Anschluss und dann heute Abend noch das, ja, vielleicht das Topspiel, noch etwas größer als dieses Match, Borough gegen Burnley. Also es gibt heute zwei echte Spitzenduelle mit dem des Tabellenführers gegen den Dritten und eben diesem Match hier. Millwall gegen Luton, Fünfter gegen Vierter. Beide Teams aktuell unter den Playoff-Teilnehmern und das wollen sie natürlich bis zum Ende dieser Spielzeit mindestens bleiben. Bin echt gespannt auf dieses Match am Good Friday, wie der Feiertag ja in England heißt. Millwall hat zwei Heimspiele an diesem Osterwochenende. Heute hier gegen Luton und dann geht es am Ostermontag direkt weiter gegen Hull City. Und angeführt vom unparteiischen Darren England geht's hier raus. Die Clubs spielten bereits in drei verschiedenen Spielklassen gegeneinander. In der dritten Liga, in der zweiten Liga und auch in der ersten. Das ist aber schon einige Jahre her. Zwischen 1988 und 1990 spielten sowohl Millwall als auch Luton Town in der damaligen noch First Division in der heutigen Premier League. Da wollen sie wieder hin. Die heimstarken Lions, also gegen die derzeit formstärkste Mannschaft der Liga. Luton Town hat 13 der letzten 15 Punkte geholt, wenn wir nur die letzten 5 Spiele nehmen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Startformation. Gary Rowett hat seine Mannschaft im Vergleich zum 0:0 gegen West Bromwich Albion auf 3 Positionen verändert. Sean Hutchinson, der Kapitän, kommt zurück in die Innenverteidigung und ersetzt Charlie Cresswell, der gar nicht im Kader ist. Rückt da rechts in die Innenverteidigung neben Cooper. Und dann haben wir vorne zwei neue Offensivkräfte mit zwei Spielern, die ja ehemals in der Bundesliga unterwegs waren. Ollie Burke und Andreas Vogelsammer spielen für Honeyman und Duncan Watmore. Luton Town ohne Veränderungen in der Startformation. Die Spieler von Rob Edwards, dem Trainer. Wir haben zuletzt das Derby gegen den FC Watford gewonnen mit 2:0. Also der Coach sieht da keine Veranlassung, um großartig durchzuwechseln. Es wird wieder ein 3-4-1-2 werden mit Lockyer, dem Kapitän, zentral in der Dreier-Innenverteidigung. Amari Bell und Oshow dann links und rechts neben ihm. Das starke zentrale Mittelfeld mit Marvelous Nakamba und Belly Ruddock Mpanzu. Und dann vorne eben Carlton Morris und Elijah Adebayo. Ja, mit Marvelous Nakamba, den wir hier haben, ist Luton Town ja ein echter Top-Transfer gelungen.
im Wintertransferfenster. Der bringt eine Menge Premier League Erfahrung mit, hat auch schon den ein oder anderen Titel in seiner Karriere gewonnen und ist ein unheimlich lauf- und zweikampfstarker Spieler. Vor der Abwehr Marvelous Nakamba, ehemaliger Nationalspieler Zimbabwes. Die beiden Kapitäne bei der Seitenwahl: Lockyer links für Luton Town und Sean Hutchinson für den FC Millwall. Bei Darren England, dem 37-Jährigen aus Doncaster. Und da haben wir die beiden Trainer. Links Gary Rowett hier. Der sich den Premier League-Aufstieg mit Millwall zum Ziel gesetzt hat. Nochmal, er sagte vor der Saison: Ich habe den besten Kader, seit ich hier bin. Hinein ins Spiel. Der FC Millwall in dunkelblau und weiß. Von rechts nach links in den ersten 45 Minuten bei besten Fußballbedingungen. Na klar, ist es jetzt noch nicht richtig heiß auf der Insel, aber das ist schon angenehm. Das ist Pulli-Wetter. Da haben wir Rob Edwards, der ja seit November 2022 im Amt ist, also noch gar nicht so lange. Er folgte auf Nathan Jones, der ja nach 20 Spieltagen den Verein in Richtung Southampton verließ. Aber es läuft aktuell auch unter Edwards richtig, richtig gut. Unter dem 40-Jährigen hat Luton Town einen Punkteschnitt von 1,86 Zählern pro Spiel. Das muss man erstmal hinbekommen. Also das scheint echt gut zu funktionieren. Aber heute, Rob Edwards hat es vor dem Spiel angesprochen, wird das eine ganz knifflige Angelegenheit gegen eine vor allem bei Standards und in der Luft enorm starke Mannschaft aus dem Südosten Londons. Dieses Stadion hier im Stadtteil Bermondsey liegt im Bezirk London Borough of Southwark. Und was die Atmosphäre angeht, bekommen wir jetzt ja schon einen Vorgeschmack von dem, was das hier geben kann über die nächsten 90 Minuten. Der erste gute Laufweg. Und Fleming mit der Idee für Ollie Burke. Also der geht zunächst ins rechte offensive Mittelfeld bzw. auf den rechten Flügel. Oliver Burke, der Leihspieler vom SV Werder Bremen. Da haben wir ihn. Wurde ehemals als absolutes Top-Talent gehandelt, als er zu RB Leipzig in die Bundesliga wechselte. Aber er konnte sich eigentlich in den letzten drei, vier Jahren bei all seinen Stationen, und das waren einige, nicht so wirklich durchsetzen. Wo er sich am wohlsten gefühlt hat, war eben hier beim FC Millwall. Denn er war in der vergangenen Saison schon für eine Halbserie hierhin verliehen. Damals noch von Sheffield United, jetzt also von Werder Bremen. Das war eine schwierigere Aufgabe, das Ding anzunehmen. George Long und dann auf sicher ins Seiten aus, das kann er so machen.
Die Doppelspitze von Luton Town. Carlton Morris und Elijah Adebayo. Da haben wir Carlton Morris. Mal hat er getroffen in dieser Saison. Carlton Morris. Dreimal in den letzten fünf Spielen. Wurde vor der Saison von den Kollegen des FC Barnsley verpflichtet für eine Ablösesumme von 2 Millionen Euro. Das war gut investiert. Beide Vereine haben jetzt in der letzten Zeit nicht auf sich aufmerksam gemacht damit, dass sie in der Championship mit wahnsinnig viel Geld um sich geschmissen hätten. Das war alles mit Bedacht. Und eher in geringerem Maße, wenn wir ja, die Ausgaben einiger anderer Clubs auch in dieser Liga als Maßstab nehmen. Ja, und es ist schon zu erkennen, dass Luton, wenn sie was nach vorne machen, viel, viel über die Außen gehen will. Über die Wingbacks, rechts Cody Drame und links Alfie Doughty. Nakamba. Lock hier. Gutes Anlaufverhalten von Cian Fleming. Über den wir ja noch gar nicht gesprochen haben heute. Der Spielmacher des FC Millwall, der Mann mit der Rückennummer 10. Der junge Niederländer. Der offensive Unterschiedsspieler der Lions und vielleicht der Hauptgrund, warum die heutigen Gastgeber überhaupt um den Aufstieg mitspielen können. Das Spiel muss unterbrochen werden. Nach dieser Szene. Ja, hier haben wir nochmal die erste leise Offensivaktion der Hatters. Gut aufgelöst. Über Adebayo und Drame. So, und Alan Campbell wird wohl weitermachen können, aber er hat da eben einen Stoß in den Rücken bekommen. Unterer Rücken. Ist Tom Bradshaw, der beste Torjäger der Lions mit 14 Saisontoren. Ja, das Duell zwischen Bradshaw und Lockyer werden wir heute sicherlich häufiger mal sehen. Tom Bradshaw. Sicherlich auch ein kleines Stürmerduell heute zwischen ihm und Carlton Morris. Bradshaw traf im Hinspiel.
beim 2:2 an der Kenilworth Road. Ja, für ihn ist das sicherlich auch ein besonderes Spiel. Tom Lockyer, der Mann hat 2 Jahre bei Charlton Athletic gespielt. Einer der Rivalen des FC Millwall. Auch ein Londoner Stadtteilclub. Drummy und Gabe Osho wollte dann den Weg mit nach vorne machen. Auch das streuen sie immer wieder ein. Offensiv ausgerichtete Innenverteidiger, also die, die dann über die Halbräume kommen können. Also Rob Edwards hat gesagt, es ist eine Aufgabe, die in dieser Liga kaum schwieriger geht, auswärts bei Millwall. Weil er eben sagt, die sind in ihrem eigenen Stadion so gut. Aber er weiß natürlich auch, schlagbar sind die schon. Das haben wir die letzten Tage und Wochen gezeigt. Millwall hat 2 seiner letzten 3 Heimspiele verloren. Was natürlich schon ungewöhnlich ist, aber das waren Duelle gegen direkte Konkurrenten um den Aufstieg. Nächster hoher Ball, Handspiel reklamiert. Es gibt keinen VAR in der Championship. Gut aufgepasst da hinten. Das gibt den nächsten Freistoß. George Saville mit dem Pass in Richtung Vogelsammer. Aber da wird er abgedrängt und bekommt den Check. Nochmal bei hohen Bällen wird Luton aufpassen müssen, weil da ist Millwall extrem stark. Dafür haben sie auch das Personal. Hier die Frage, Handspiel ja oder nein? Das war aus dieser Perspektive nicht zu erkennen. Schauen wir auf den Freistoß. Andreas Vogelsammer, der Deutsche. Ball ist gut. Fleming kam aus dem Abseits. Der Assistent hinten an der Linie hat sofort angezeigt. Hier noch nicht. Aber hier, Cian Fleming. Ja, gut gesehen. Die Assistenten von Darren England sind heute übrigens Daniel Cook und Dan Robertson. Der vierte Offizielle ist Samuel Barrett. Adebayo. Mpanzu. Der den deutlich offensiveren Part spielt im Vergleich zu Marvelous Nakamba.
Gut, Fleming. Der sich unheimlich clever bewegt, häufig anspielbar ist. Der Pass ist interessant. Bradshaw. Auch wenn das nicht wirklich erfolgversprechend war, das ist schon etwas, das diesen Tom Bradshaw auszeichnet, dass der wirklich aus jeder Position zum Abschluss kommen will und versucht, ein Tor zu machen. Vogelsammer mit der nächsten guten Idee. Wie gesagt, Andreas Vogelsammer, einer von drei Neuen in der Startformation von Gary Rowett. Dieses leichte Ziehen wird geahndet. Elijah Adebayo. Morris. Sie müssen alle da hinten aushelfen. Das wissen Sie. Etwas mehr als eine Viertelstunde ist gespielt. Noch keine Tore im The Den. Bislang auch noch keine richtig gute Tormöglichkeit. Aber ein Spiel, in dem Millwall so langsam zu dem Spiel findet, was sie haben wollen. Aber die Herangehensweise ist zu sehen. Gary Rowett lässt mit vielen hohen Bällen arbeiten. Also ein gewisser Anteil von Kick-and-Rush-Fußball ist dann natürlich mit dabei. Da hat Rob Edwards einen etwas anderen Ansatz, wobei er auch das schon mitnimmt. Saville. Osho. Gut von Campbell. George Long, er sagt, ja, und das tut er mit Recht, er sei da behindert worden beim Ball nach vorne. Der Assistent hat nicht gezuckt, deswegen hat Long nochmal versucht, Kontakt aufzunehmen mit dem Mann an der Seitenlinie. Weil wenn, dann muss er winken, wenn er es sieht. Nächster langer Ball, wieder das Duell Bradshaw gegen Lock hier, Bradshaw! Eckball. Und ich glaube, wenn Bradshaw da fällt, dann gibt es Elfmeter. Und so sagt Darren England, nee, nee. Du bist ja weitergelaufen. Also man konnte es jetzt noch im Ansatz erkennen. Bild hat wahrscheinlich auch bei Ihnen gewackelt und gezuckt. Sorry dafür. Da sind wir auf die englischen Kolleginnen und Kollegen angewiesen. Ja, und Bradshaw schimpft mit England. Lockyer. In den Laufduellen könnte Bradshaw einen leichten Vorteil haben. Jetzt sehen wir es vielleicht noch mal genauer.
Also er greift hinten zu am Arm, jetzt nochmal und unten kommt Bradshaw auch etwas ins Straucheln. Ich finde es aber okay, wenn Bradshaw auch oben bleibt, dann ist das halt ein Zweikampf und Lockyer, natürlich muss der da aufpassen, aber ich fand, es war jetzt nicht übertrieben. Ein Zweikampf, den man absolut so laufen lassen kann. Cooper. Also die Hatters lassen sich schon unter Druck setzen von Millwall. Das halten wir fest nach knapp 20 Minuten. Der Griff oben, der Kontakt unten. Und nochmal, ich sage, es wird eine andere Szene und einen anderen Ausgang geben, wenn Bradshaw sich da fallen lässt. Aber der Mann will halt das Tor machen und das ist auch löblich. Andersherum kann man natürlich argumentieren, wenn er da den Elfmeter zieht, ist es cleverer gelöst am Ende, weil der Winkel natürlich auch spitz wurde. Murray Wallace. Der Mann mit der Rücknummer 3 ist der Außenverteidiger in der Viererkette von Millwall. Show. Lock hier. Murray Bell, ganz interessant. Einer, der sich gern einmal ins Mittelfeld hochbewegt, um da als zusätzliche Anspielstation zur Verfügung zu stehen. Das ist aber sehr gut Mann gegen Mann verteidigt. Hier sehen wir es wunderbar von Millwall. Und so hat Luton echt Probleme, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und ein sauberes Aufbauspiel hinzukriegen. Bei einem Heimsieg könnten die Lions bis auf 3 Punkte an Luton heranspringen. Sie würden damit ihren Playoff-Platz 5 weiter festigen. McNamara. Campbell. Gut getimed.
Osho und Drame, der Leihspieler von Leeds United. Saville. Und Makamba. Den hat Luton von Aston Villa geholt. Hat sich sofort reingespielt in die Startformation. Auch mit ihm ist das Luton-Spiel noch sicherer geworden. Jetzt aber der nächste Anlauf. Burke. Natürlich kommt er über sein Tempo, mehr als jeder andere, Oliver Burke. Aber solange Tom Lockyer es irgendwie verteidigt bekommt, ist aus Hatters Sicht alles okay. Ja, er hat schlichtweg eine höhere Beschleunigung als Amari Bell. Geht vorbei an ihm und Lockyer kommt dazu. Macht es bislang richtig stark. Tom Lockyer, 28 Jahre alt, übrigens walisischer Nationalspieler. Kommt ja gebürtig aus Cardiff. So, und dann sehen wir die zweite Ecke für Millwall. Und das ist erneut eine Sache für Andreas Vogelsammer, den Millwall ja im vergangenen Sommer von Union Berlin verpflichtete. Achtung, das kann gefährlich werden. Osho mit der kleineren technischen Klinke. Saville. Die Arena ist komplett da. Murray Wallace. Vogelsammer. Millwall spielt eine gute erste halbe Stunde. Hat mehr Ballbesitz. Hat auch etwas mehr Ideen. Jetzt aber der Ballgewinn Luton und die Möglichkeit zum Umschalten. Sie kriegen es aber erneut nicht sauber zusammengespielt. Vielleicht jetzt Morris. Der an seinem rechten Bein an verschiedenen Stellen getaped ist. Sowohl rund um die Kniescheibe als auch am Oberschenkel. Hier. Erst Probleme bei der Ballannahme, dann ist der Kopfball zu kurz. Und es ist extrem wichtig, dass Ethan Horvath da mitspielte. Erste Ecke für die Hatters. Doughty. Oh, der Ball ist gut. Amari Bell. Wieder Doughty.
Adebayo bietet einen Lauf an. Wird nicht angenommen. Osho. Und nochmal Osho. Kontermöglichkeit Millwall über Vogelsammer und Burke. Bradshaw nimmt den Kollegen mit. Oliver Burke gegen Bell. Seville. Nakamba. Was Millwall bislang gut hinbekommt, ist sowohl Morris als auch Adebayo aus dem Spiel herauszuhalten. Adebayo, der ja auch im Hinspiel traf. Insgesamt war der bereits dreimal gegen Millwall erfolgreich. Halbe Stunde rum, nach wie vor keine Tore. Aber wir sind mittlerweile in einer Saisonphase angelangt, in der die Matches allein aufgrund der Spannung mit Blick auf das Saisonende eine echte Geschichte erzählen können. Ja, für Millwall ist das heute eine Riesenherausforderung. Mit den jüngsten Erlebnissen, die sie gehabt haben in den letzten zwei Spielen, gelang ihnen kein Treffer. 0-0 gegen West Brom, davor 0-1 gegen den Abstiegskandidaten Huddersfield. Und es ist einfach momentan extrem schwer, Luton Town zu besiegen. Die Hatters sind seit 7 Ligaspielen ungeschlagen, holten dabei 5 Siege, 2 Unentschieden. Nur eins der letzten 13 Championship-Spiele hat Town verloren. Und das war die beste Chance im Spiel. Und der beste Abschluss, der unerwartet kam. Ryan Leonard. Unerwartet für Bell und vielleicht auch für Horvath, der aber rechtzeitig da ist. Ja, das ist vielleicht die beste Offensivszene von Luton Town heute. Dieser Kopfball von Adebayo, der aber am Tor vorbeigegangen wäre. Kann man auch andersrum sehen, aber Carlton Morris macht das extrem clever, wie er seinen Körper reinstellt. Und den Gegenspieler zum Foul zwingt. In diesem Falle Jake Cooper. Tier lockt er ein. Und dann nimmt der Cooper mit runter, zieht dafür noch den Freistoß. Ja, ich kann Cooper da ehrlicherweise schon verstehen. Wer darf? Dramé? Nakamba? Oder vielleicht doch Doughty? Und vor allem wird es ein direkter Versuch oder der Chipball in Richtung Strafraum?
Akamba bleibt hängen. Da hätten sie mehr draus machen können. Ball kommt nochmal zurück. Morris. Und Abstoß. Ist ja gar nicht so eine lange Auswärtsfahrt für die Fans von Luton Town. Die beiden Stadien liegen nur rund 60 Kilometer auseinander. Das ist je nachdem, welche Route man fährt und mit welchem Verkehrsmittel eine Stunde 30 ungefähr Fahrzeit. Also das ist dann doch recht angenehm. Vor allem, wenn wir die frühe Anstoßzeit bedenken, in Deutschland 13.30 Uhr, auf der Insel noch eine Stunde früher, also 12.30 Uhr, das klassische Lunchtime-Date. Immer eine ganz besondere Ansetzung an den Wochenenden. Früh am Tag. Da ist die Stimmung in den Arenen meist noch relativ verhalten. Ich finde, heute waren die Fans von Beginn an absolut da. Und man spürt die Begeisterung rund um dieses Stadion, rund um den Verein Millwall Football Club. Und die Hoffnung, dass es ja vielleicht tatsächlich dieses Jahr was werden könnte mit einem Premier League Aufstieg oder zumindest mal mit den Playoffs, um darum zu spielen. Da geht es ja einerseits um Duelle mit den ganz großen Clubs. Man United, Liverpool, Man City, Arsenal und wie sie alle heißen. Aber es geht natürlich auch um eine ganze Menge Geld. Und da war eine Hand im Spiel. Die Frage nur, strafbar ja oder nein? Burke. Mpanzu. Beruhigt das Spiel. Macht er richtig. Alan Campbell. Achtung, hier nochmal die Szene. Jetzt kommt Nakamba mit der Hand an den Ball. Ist für mich aber eher nicht strafbar, weil eine ganz kurze Distanz, weil keine Absicht. Es gab tatsächlich auch keine großartigen Proteste. Da haben wir ihn nochmal, Marvelous Nakamba. 26 Länderspiele hat er für sein Heimatland Zimbabwe absolviert. Und Gary Rowett. Er sieht eine ordentliche erste Halbzeit seines Teams. Aber es ist halt auch knifflig, gegen Luton Town Tore zu erzielen. Die Hatters stellen die drittbeste Abwehr der Liga. Keine Mannschaft in der Championship in dieser Saison hat häufiger zu Null gespielt als Luton Town. Insgesamt 17 Mal. In 5 der letzten 7 Spiele konnte Luton die Null halten. Kassierte nur 3 Gegentore insgesamt in den letzten 7 Matches. Was einerseits an einer wirklich eingespielten Dreier-Innenverteidigung liegt mit Bell, Lockyer und Osho. Andererseits auch an einem wirklich guten Torwart, Ethan Horvath. Der US-amerikanische Nationalspieler, der wieder rechtzeitig da ist. Und seiner Mannschaft ganz, ganz viel Sicherheit gibt. Ist für diese Saison ausgeliehen von Nottingham Forest.
Erste gelbe Karte im Spiel. Schauen wir nochmal drauf. Saville hat leichte Probleme bei der Ballannahme und dann rauscht er da rein in Campbell. Ja, die hat er sich verdient. George Saville. Vogelsammer. 4 Minuten noch regulär in der ersten Halbzeit. Darren England, er hat sich gerade eben für die erste Gelbe entschieden. Für George Saville. Und das war dessen 10. in dieser Saison. Das heißt, er wird die nächsten 2 Spiele gesperrt sein. Gegen Hull und gegen Preston. Das ist heftig. Aus Sicht des FC Millwall. Insgesamt stehen ja 3 Spieler bei 9 gelben Karten. Neben Saville sind das auch Cooper und McNamara. Rob Edwards, er sagte, das hier sind genau die Spiele, die wir machen wollen. Wir stehen am richtigen Ende der Tabelle, nämlich weit oben, ausverkauftes Stadion. Für beide Teams geht es um richtig viel. Es sei fantastisch von der Ansetzung her. Ja, aber er scheint mittlerweile nicht mehr so zufrieden zu sein, Gary Rowett. McNamara. Ja, wird das nochmal interessant. Bell macht's gut gegen Bradshaw. Aber hat keine Anspielstation. Lennart. Diesmal gibt es nicht den Pfiff. Das wäre eine wunderbare Freistoßposition geworden. Leicht rechts versetzt im Halbfeld.
Bin gespannt auf die Nachspielzeit, wie viel es geben wird. Gab zwei, drei kleinere Unterbrechungen insgesamt, aber noch nicht so viele Möglichkeiten, keine Tore. Deswegen auch nur eine Minute, die es oben drauf gibt. Also sind wir insgesamt relativ pünktlich unterwegs. Schauen wir mal auf die Ersatzbänke, wen die Coaches theoretisch noch bringen könnten für die Offensive. Bei Millwall sitzt noch Duncan Watmore auf der Bank, der Leihspieler vom FC Middlesbrough. Das stimmt gar nicht, wurde fest verpflichtet im Winter. Ist ja Quatsch. Außerdem George Honeyman, Jamie Shackleton fürs zentrale Mittelfeld. Und bei Luton könnte zum Beispiel noch Colly Woodrow kommen. Aber Rob Edwards ist durchaus auch dafür bekannt, dass er nicht zwingend so häufig wechseln muss. Gegen Watford hat er überhaupt nur einmal getauscht. Aber vielleicht mit Blick auf die Montagsspiele ist es schon angesagt, dass hier die Belastung etwas gesteuert wird in Durchgang 2. Und jetzt ist Pause. Keine Tore im The Den zwischen dem FC Millwall und Luton Town. Tom Bradshaw hatte eine gute Möglichkeit. Und außerdem Ryan Leonard mit seinem Versuch aus der Distanz. Auf Seiten Lutons vielleicht der Kopfball von Adebayo. Das Gefährlichste, was Richtung gegnerischen Kasten kam. Aber insgesamt hoffen wir auf etwas mehr Action und auf ein paar mehr Highlights. In wenigen Minuten sind wir zurück hier live bei Sportdigital Fußball. Da sind wir zurück. 40. Spieltag der Championship am Karfreitag. 0:0, keine Tore nach 45 Minuten zwischen Millwall und Luton. In einer ersten Halbzeit, in der die Lions mehr fürs Spiel getan haben. Ein, zwei ordentliche Möglichkeiten hatten, aber auch nicht mehr. Und Luton lässt sich, was die Offensive angeht, noch ganz schön bitten. Auch heute stehen die hinten wieder sehr, sehr sicher, lassen kaum etwas zu. Aber tun sich schwer in der eigenen Kreation, auch was die Passsicherheit angeht. Bin gespannt, wie sie es in Durchgang 2 hinbekommen. Keine personellen Wechsel mit Beginn der zweiten Halbzeit. Rob Edwards, er startete mit Premier League-Absteiger Watford ja noch in die Saison. Durfte dort allerdings nur 11 Spiele bleiben. Das ist ja eh ein Schleudersitz, die Trainerposition bei den Hornets. Wurde dann von Slaven Bilic beerbt, der auch schon wieder entlassen ist. Er schaffte zu Saisonbeginn nur 3 Siege aus den ersten 11 Spielen. Und das reichte dann der Pozzo-Familie schon wieder. Und dann war Rob Edwards bei Watford Geschichte. Der jetzige Luton-Coach trainierte in der Saison 2021-22, also in der letzten, übrigens die Forest Green Rovers. In der League 2, also in der vierten Liga, seine erste Cheftrainerstation. Der hat sich ziemlich schnell hochgearbeitet mit dem Ziel, na klar, Premier League. Und Gary Rowett, er kümmert sich nicht nur um Fußball. In seiner Freizeit ist er auch ein passionierter Läufer. Er wird dieses Jahr den London-Marathon laufen. Das Ganze dann auch in Verbindung mit einer Spendenaktion für die British Heart Foundation. Also das ist richtig, richtig gut, dass er ja, seine Bekanntheit auch dafür nutzt, für den guten Zweck, ein wenig Charity zu machen an dieser Stelle. Bradshaw. Und genau in den Fuß von Doughty. Er kann etwas Tempo aufnehmen. Morris. Carlton Morris. Ja, technisch nicht sauber.
Bell. Also bislang wirkt Carlton Morris heute wie etwas neben der Spur. Auch hier ist es wieder keine gute Ballannahme. Und auch das kommt wie ein Leichtsinnsfehler daher. Und dann macht er das Offensivfoul gegen Hutchinson. Nochmal, 16 Tore und 4 Vorlagen. Das ist seine Bilanz in dieser Saison. Also der kann schon richtig was. Nur 3 Spieler. Chuba Akpom, Viktor Gyökeres und Nathan Teller haben in dieser Liga in dieser Saison häufiger getroffen. Doughty geht vorbei an McNamara. Erste Ecke, Halbzeit 2. Und die da hinterm Tor, das sind die Luton-Fans. Bradshaw im eigenen Fünfer. Mit diesem Ergebnis würde Luton übrigens zumindest zwischenzeitlich an Middlesbrough vorbeispringen. Die sind ja aktuell Dritter. Punktgleich. Und nochmal, Borough heute Abend um 21 Uhr gegen Burnley gefordert. Also da ist auch lange nicht gesagt, dass die da was mitnehmen gegen den Tabellenführer. Auch das werden die Spieler hier auf dem Schirm haben. Parallel ist übrigens schon das Match zwischen Rotherham United und West Brom losgegangen. Da steht es noch 0:0, genauso wie hier. Da sind rund 30 Minuten gespielt. Rotherham braucht ja auch noch Punkte für den Klassenerhalt. Jetzt schauen wir auf den Antritt von Adebayo. Tja, und zur 16 Uhr Anstoßzeit sind wir dann ja live für Sie bei Watford gegen Huddersfield. Für den einen geht es noch um den Aufstieg, zumindest um die Playoff-Teilnahme, um genau zu sein. Und für die anderen ums nackte Überleben in der Liga. Huddersfield Town, die in der letzten Saison ja noch Luton in den Playoffs rausgeschmissen haben im Halbfinale. Und dann das Finale nur ganz knapp verloren gegen Nottingham Forest. Und jetzt schlittern die in Richtung League One. Das ist auch eine brutale Entwicklung. Schlichtungsgespräch zwischen dem Referee Darren England, Carlton Morris und Ryan Leonard. Da in der Mitte ging es drum. Wir stoßen und ziehen an der Strafraumgrenze.
Doughty. Luton kommt besser ins Spiel zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Adebayo am Boden. Oh ja, da hat er richtig den Ellbogen abbekommen von Hutchinson. Guter Ball Richtung Adebayo, kann ihn aber nicht verarbeiten. Nee, es war ein Panzu, sorry. Der im Strafraum unterwegs war. Nach wie vor bestes Wetter in London, Southwark. Millwall würde hochgehen auf 62 Zähler mit einem 0:0. Hätten damit einen mehr als Blackburn auf Rang 6. Da sind sie momentan punktgleich. Blackburn spielt heute, gucken wir eben nach, gegen Norwich. Gegen die Mannschaft von David Wagner. Auch das, ja, ein extrem interessantes Duell. Sechster gegen Siebter. Und Cardiff gegen Blackpool ist auch so eine Paarung, die ganz, ganz viel Brisanz bereithält. Der Viertletzte gegen den Vorletzten. All das an diesem Good Friday auf der Insel in der Championship. Wieder das Dauerduell Lockyer gegen Bradshaw. Und Lockyer scheint momentan nicht zu überwinden zu sein für Bradshaw. Saville. Ui, da hat's geknallt. Es gibt den Freistoß nachträglich. Vorteil abgewartet von Darren England. Und jetzt bin ich gespannt, ob es auch gelb gibt. Ja, gibt's. Doughty. Aus meiner Sicht zu Recht. Also die Linie von Darren England ist absolut nachvollziehbar. Ja, ja. Doughty kommt klar zu spät gegen McNamara. Sohle ist zudem unten auf. Neunte gelbe Karte für den linken Wingback der Hatters. Alfie Doughty, erst 23.
Luton holte ihn im vergangenen Sommer ablösefrei von Stoke City. Ja, und auch Doughty übrigens hat eine Londoner Vergangenheit. Erstmal ist er in der Stadt geboren. Und zum Zweiten ist er aus der Jugendacademy von Charlton Athletic. Saville. Kopfball ist interessant. Wallace. Es wäre sein erstes Saisontor gewesen. Saville chippt den mit etwas Backspin und dann kommt Wallace nicht so über den Ball, wie er es gebraucht hätte, um den aufs Tor zu bringen. Ja, ich fand das Timing eigentlich gut. Vogelsammer geht durch. Ich glaube, der stand nicht im Abseits. Vogelsammer! Plötzlich ist Millwall da. Kein Abseits. Andreas Vogelsammer. Dreimal hat er getroffen in dieser Saison. Und immer, wenn er ein Tor gemacht hat für seinen neuen Verein, haben die Lions am Ende auch gewonnen. Aber das ist dann am Ende doch etwas zu kompliziert. Wir gehen rein in die letzte halbe Stunde des Spiels. Gibt es wie in den letzten beiden Duellen, wie in drei der letzten vier Duelle zwischen diesen beiden Teams ein Unentschieden? Zuletzt gab es zweimal ein 2:2. Und dafür müsste hier schon eine Menge passieren. McNamara geht auf Nummer sicher. Ja, obwohl ein Großteil seiner Mannschaftskameraden vorne ist. Bradshaw geht mit rein. Horvath hat ihn. Sie hoffen, die Luton-Fans, nochmal, sollten die Gäste hier mit einem Auswärtssieg vom Hof gehen, wäre damit nicht nur die Top-Serie verlängert, die sie zuletzt geliefert haben, nein, sie würden damit auch echt Druck ausüben auf Sheffield United, auf den Tabellenzweiten, der es heute mit Wigan Athletic, dem Tabellenletzten, zu tun hat, der zuletzt aber auch dreimal in Folge nicht verloren hat.
Und theoretisch ist ja noch der direkte Aufstieg in die Premier League denkbar. Na, das wäre ein Ding. Aber dafür müssten sie sich hier in der Schlussphase des Spiels mehr trauen. Sie haben gezeigt, dass sie Millwall verteidigen können, dass sie Millwall ausschalten können, nahezu im Offensivspiel. Aber jetzt brauchen sie ihre Shooter da vorne in Position. Adebayo, Morris, möglicherweise auch Alan Campbell. Immer noch kein personeller Wechsel auf beiden Seiten. Im Hinspiel verspielte Millwall übrigens eine 2-Tore-Führung. Da kam Luton ganz spät zurück. Den Ausgleichstreffer, der sich zu dem Zeitpunkt anfühlte wie ein Siegtreffer, erzielte Luke Berry als Einwechselspieler in der 87. Ja, wieder Lennart, der es aus der Distanz probiert. Drummy. 8-2, das Torschussverhältnis. Adebayo. Doughty. Ja, wieso nicht? Er probiert's mal direkt. Wird geblockt von McNamara. Aber die Hatters werden etwas mutiger. Und wie so oft in dieser Saison ist die geschlossene Defensivarbeit die Basis dafür, um sich dann langsam nach vorne zu trauen. Und das funktioniert dann bei Luton eben weniger über die langen Bälle, die wir gerade in der ersten Halbzeit häufig bei Millwall gesehen haben. Sondern die denken sich durchaus auch spielerisch was am Boden aus. Mpanzu mit Makamba. Wieder Mpanzu und Adebayo. Ärgerlich aus Sicht der Gäste. Maurie Bell, der Feldspieler mit der meisten Einsatzzeit bei Luton in dieser Saison. Er ist der Dauerbrenner. Und er arbeitete übrigens mal mit Gary Rowett zusammen. Nämlich bei Birmingham City, ist aber schon einige Jahre her. Tja, ein Punkt, ein Sieg hier im Auswärtsspiel beim Tabellenfünften wäre ja schon ein weiterer Fingerzeig in Richtung Saisonfinish. Rob Edwards weiß, dass die nächsten drei Gegner heißen Blackpool, Rotherham und Reading. Das sind Teams jenseits von Rang 19. Drei Spiele also, in denen Luton klarer Favorit sein wird. Die nächsten drei Aufgaben von Millwall heißen Hull, Preston und Birmingham.
Vogelsammer wieder intensiv beim Anlaufen. Sie versuchen ganz, ganz schnell in die Spitze zu spielen. Aber das ist dann oft eher ein Hoffen darauf, dass Tom Bradshaw den richtigen Laufweg findet, dass er vielleicht auch gerade richtig steht. Aber das ist dann gegen Innenverteidiger des Kalibers Lockyer, Bell, Osho einfach auch schwer. Und so wirkt das Spiel nach vorne bisweilen einfallslos, auch weil es Millwall nicht geschafft hat, den eigenen offensiven Schlüsselspieler Cian Fleming auch nur im Ansatz in dieses Spiel mit einzubinden. Fleming ist komplett abgemeldet bis hierhin. Aber sie brauchen ihn für die Kreation von Tormöglichkeiten oder auch für das Erzielen der Treffer. Rustikal, Campbell gegen Lennart. Nochmal eine einzige gute Offensivaktion kann hier die Entscheidung bringen. Und den jeweiligen Club einen mittelgroßen Schritt näher heranbringen an eine Playoff-Teilnahme. Nach dieser ewig langen Championship-Saison, wie jedes Jahr, 46 Spieltage. Also was die an Minuten in den Beinen haben, die Jungs. Wahnsinn. Blick auf Gary Rowett. Jetzt mal Fleming, tolle Bewegung, Ball an und Mitnahme. Und der Pass ist dann in den Rücken von Burke gespielt und so nicht zu erreichen. Bell ist da und aufmerksam. Ist eigentlich die allererste Szene von Cian Fleming, dass er da mal zwischen die Linien kommt. Der 24-Jährige, der in dieser Saison 13 Tore erzielt hat, also nur eins weniger als Bradshaw. Ein echter Top-Transfer, den Millwall da gelandet hat. Für 2,5 Millionen Euro haben sie ihn verpflichtet aus der holländischen Eredivisie von Fortuna Sittard. Panzu, für ihn scheint es nicht weiterzugehen. Jetzt regen sich die Fans hier auf, weil er sich auf dem Spielfeld da fallen lässt und da jetzt auch behandelt wird, obwohl er eigentlich schon draußen war. Das ist natürlich nicht ganz die saubere Art und Weise, das zu tun. Hutchinson war derjenige, der ihn zu Fall gebracht hat und das unsanft. Achtung! Ja, und da könnte er sich möglicherweise was am Knie gemacht haben. Pelly, Ruddock und Panzu. Eine Club-Ikone. Er absolvierte über 350 Spiele für die Hatters. Sein Cousin übrigens spielt auch in der Championship beim FC Rotherham. Also bei Rotherham United. Peter Chioso,
ist Außenverteidiger. Wieder ist Lockyer der Sieger im Zweikampf. Macht der das gut? Wartet, sucht den Kontakt, fällt, bekommt den Freistoß. Bei diesem Ergebnis bleiben würde, wäre es das fünfte Mal in Folge, dass Luton nicht gegen Millwall verliert. Fleming für Lennart. Hat etwas Platz in der Mitte, jetzt nicht mehr. Letzte Viertelstunde. Die Phase eines Spiels, in der die Lions am häufigsten getroffen haben in dieser Saison. Bereits 13 Mal. Und Freistoß. Und was für einer. Gelb für Campbell. Die hat er sich jetzt auch verdient. Ein drittes Foul. Wenn ich richtig mitgezählt habe. Alan Campbell, der Schotte. 24 Jahre alt. Ausgebildet beim FC Motherwell. Debütierte im vergangenen Sommer für die schottische A-Nationalmannschaft. Serville oder Vogelsammer. Also die Standards in Halbzeit 1 von Andreas Vogelsammer, dem gebürtigen Rosenheimer, haben mir schon sehr gut gefallen. Was macht er jetzt raus? Darf er? Ja, er darf! Er machte Millwalls letztes Tor. Auch per Standardsituation im weitesten Sinne, per Elfmeter, beim Sieg gegen Swansea. Der Mann, der über die Erfahrung von 50, von exakt 50 Bundesligaspielen verfügt. Für Arminia Bielefeld und Union Berlin. Dazu hat er 163 Spiele in der zweiten Bundesliga auf dem Buckel. Schaffte er mit Bielefeld einst den Aufstieg aus der zweiten Liga. Das will er mit den Lions in England auch schaffen. Morris. Aus dem Nichts ist er plötzlich da und feuert den aufs Tor. Wenn auch der Winkel spitz war, 79.
Es kann so schnell gehen. Ball wieder bei Luton. Adebayo. Gut. Doughty mit dem Abschluss. Ball ist noch heiß. Und die Flanke kommt in die Mitte. Da ist McNamara. Osho bleibt dran. Die letzten 10 Minuten. Campbell bringt ihn zu Adebayo. Der großgewachsene Außenstürmer. Nee, darauf fällt Darren England nicht rein. Bell bleibt hängen. Cian Fleming, Umschaltmöglichkeit. Schauen wir nochmal auf die Chance von Alfie Doughty. Morris schirmt ab, quergelegt, abgezogen. Und George Long im Tor, Millwalls mit der Parade. Der hat ja auch schon 10-0 gespielt in dieser Saison. Und jetzt also in der 82. Minute die ersten Wechsel. Andreas Vogelsammer verlässt den Platz, hat viel gearbeitet. Den werden sie auch brauchen am Montag gegen Hull. Und Romain S. kommt für ihn. Und außerdem geht Hutchinson und wird durch Scott Malone ersetzt. Ja, bin ich interessant, wie sie das lösen werden. Linksverteidiger für Innenverteidiger. Und es gibt sogar einen dritten Wechsel hinterher. Das Geburtstagskind kommt. Billy Mitchell. Also wahrscheinlich lösen sie es dann nämlich so. Mit Mitchell, der in die Innenverteidigung geht, anstelle von Hutchinson. Der Mann, der heute 22 Jahre alt wird. Herzlichen Glückwunsch. Ersetzt Oli Burke. Also es bleibt dann wohl bei der Grundformation 4-2-3-1 bei den Lions. Saville. Da ist Romain Hersé. Gibt die Ecke. Ganz interessanter junger Spieler. Seine familiären Wurzeln liegen in der Elfenbeinküste. Da sagen sie S zu seinem Nachnamen.
In England ist es eher Essay. Er wird jetzt hineingeworfen für die letzten Spielminuten. Schiedsrichter lässt die Szene weiterlaufen. Stadion ist da. 5,5 Minuten regulär. Ja, und Darren England sagt, das spielen wir alles nach, Freunde. Wieder liegt einer. Saville. Lennart. Hier nochmal diese Verwirrung beim Eckball. Der Griff von Lockyer und Dramé ist dann derjenige, der den Ball rausköpft. Na klar, muss er aufpassen im Duell mit Jake Cooper, der da gerne einen Strafstoß gehabt hätte. Und nochmal die Verletzungsunterbrechung. Also nach dieser Halbzeit wird es ein paar Minuten mehr geben obendrauf. Jetzt wechselt auch Rob Edwards und bringt Corley Woodrow für Alan Campbell. Offensivwechsel. Corley Woodrow vor der Saison aus Barnsley geholt. Genauso wie Carlton Morris übrigens. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Tja, und ob es für Lennart weitergehen kann, unklar. Fasst sich an die Adduktoren rechts. Und nochmal, wir haben im Hinterkopf, George Saville ist für die nächsten beiden Spiele gesperrt aufgrund seiner 10. gelben Karte. Das heißt, er wird ohnehin in den kommenden Tagen viel Spielzeit bekommen. Jamie Shackleton. Genauso wie bei Luton, Cody Dramé, ausgeliehen von Leeds United. Oh, technisch sehr fein. Luton kriegt das nicht geklärt. England wartet wieder ab. Vorteil ergibt sich nicht. Und dann gibt es den Freistoß. Eieiei, das ist jetzt wackelig von den Hatters da hinten. Doughty unsauber beim Kopfball und Woodrow haut dann drüber. Und trifft dann natürlich den Gegenspieler. Insofern völlig klar, dass es da Freistoß geben muss.
Also nochmal die Chance, per Standard zum Erfolg zu kommen. Nochmal, es wäre das dritte Spiel in Folge von Millwall ohne eigenes Tor. Saville. Nee. Wieder aufgestützt, wieder sehr viel mit den Armen nach vorne gearbeitet von Lockyer. Erneut die Szene gegen Jake Cooper. Reicht aber auch hier nicht für einen Elfmeterpfiff aus meiner Sicht. Hier nimmt er ihn an, das ist noch alles okay. Ja, und Cooper fällt vorher schon, weil er da etwas in die Laufbahn von Osho geraten war. Ist für mich in Ordnung, dass es da so weitergeht. Also ist ein gutes Auge, weiterhin eine gute Einschätzung von Darren England, der regelmäßig in der Premier League pfeift, heute zum fünften Mal in dieser Saison in der Championship. Die reguläre Spielzeit läuft hiermit ab. Und dann haben wir 4 Minuten Nachspielzeit. Drummy. Panzu. Sauberes Spiel von ihm an der Seite von Nakamba. Adebayo. Ja, auch wenn der jetzt weit am Tor vorbeigeht, aber ich meine, warum nicht? Kam selten in solche Positionen wie jetzt. Fleming. Scott Malone. Eingewechselt. Da kann, vielleicht muss er mehr draus machen. Wie viel Platz hat er da, Scott Malone? Wunderbar freigespielt von Cian Fleming. Da passt die Ballannahme. Sofort sieht er den Kollegen. Und das ist dann zu wenig. Fleming probiert's mit dem weiten Schwinger in die Box hinein. Wieder Ethan Horvath. Gibt's hier das 0:0 zum Auftakt eines langen Championship-Freitags. Live bei Sport Digital Fußball. Nach diesem Match, wir haben schon drüber gesprochen, Watford gegen Huddersfield. Mit dem Kollegen Henrik Hinrichsen am Mikrofon. Wir haben heute außerdem noch O Clásico im Programm aus Portugal. Benfica gegen Porto. Wir haben noch das absolute Topspiel in dieser Liga mit Borough gegen Burnley. Heute Abend mit Arne Malsch um 21 Uhr. Also das ist ein bunter Osterstrauß, den wir hier für Sie zusammengesteckt haben. Und Tor aus. Aber Luton würde weiter ungeschlagen bleiben. Zum 8. Mal in Folge. Damit hätten sie nur eins der letzten 14 Ligaspiele verloren. Zuletzt waren sie unterlegen Mitte Februar beim 0:1 zu Hause gegen Burnley. Und gegen die kannst du in dieser Saison mal verlieren. Insgesamt, wie gesagt, hat ja Luton nur 8 Mal verloren. In dieser Spielzeit. Und da hat eben nur der Tabellenführer weniger oft den Kürzeren gezogen. Auch das ist bemerkenswert, dass Luton, wenn sie nicht gewinnen können, dann immerhin noch ein Pünktchen mitnimmt. Und auch das kann helfen am Ende, um die Ziele zu erreichen. Und dann zumindest zu sagen, hey, wir sind wieder in den Playoffs mit dabei. Selbiges gilt für Millwall, ich glaube, für die ist der Punkt auch okay.
Aber klar, die Thematik Offensive, die wird weitergehen. Nach drei Spielen ohne eigenes Tor. Oder fällt doch noch eins? Nee. Nee, nee. Da kommt Fleming nicht mehr ran und dann ist die Nachspielzeit abgelaufen und dann müsste es das gewesen sein. Ja, die nehmen den Punkt mit. Die sind happy. Millwall 0, Luton 0. Keine Tore hier im The Den zwischen den Teams von Gary Rowett und Rob Edwards. Und am Ende geht das auch so in Ordnung. Luton hat wie immer sehr, sehr